Willkommen zurück zu Turmoil, einem neuen Spieltest hier auf dem Kanal. Turmoil ist ein Spiel, was ich schon ziemlich lange kenne und es ist vor kurzem auch auf Mobile rausgekommen. Also ursprünglich war es auf Steam und jetzt gibt es auch auf Mobile. Und ich mag das Spiel. Es geht darum, dass man quasi ein Stück Land bekommt und dort sucht man dann nach Öl, um eben quasi reichste Person zu werden. Insgesamt gibt es dann eben 4 verschiedene Spieler. Einer von seid ihr, die anderen 3 sind KI. Und dann versucht man, möglichst viel Geld zu bekommen und am Ende auch der Bürgermeister von der Stadt zu werden. Ich würde sagen, wir beginnen einfach eine neue Kampagne. Und wir machen das mal im normalen Modus. Ich habe das schon mal durchgespielt, deshalb habe ich den Expertenmodus schon freigeschaltet. Wir haben hier die 4 Personen. Ich werde einfach Joshua nehmen. Die haben hier keinen Unterschied. Also das sind im Grunde einfach nur Charaktere mit unterschiedlichem Aussehen. Ich werde einfach Joshua nehmen. Die haben alle irgendwie so einen Text. Die anderen drei werden auch gleich noch vorgestellt. Ich werde jetzt erstmal nur das von Joshua vorlesen. Howdy Partner, dieser Typ hat lange genug Rinder gehütet, um zu wissen, dass die Nächte in der Prärie kalt und einsam sind. Ich hoffe, dass mit Öl Geld zu verdienen genauso einfach ist wie das Werfen von Lassos. Ja, dann wählen wir den einfach mal. Und dann haben wir hier so einen kleinen Ladebildschirm mit Tipps. Die werde ich jetzt nicht vorlesen. Brauchen wir nicht. So, da haben wir den Bürgermeister. Gut gemacht, jetzt geht's an die richtige Arbeit. Komm ins Rathaus, um deine Konkurrenten zu treffen und eine Landparzelle für dein nächstes Projekt zu erhalten. Hier haben wir also quasi die Felder. Es gibt 4 verschiedene Biome. Und da haben wir eben im Grunde das erste, so eine Graslandschaft. Willkommen, wir sollten uns zuerst alle vorstellen. Und da seht ihr, kommen jetzt die 3 anderen dran. Wir haben Blanche. Hallo, ist das Leben eines Anwalts interessant? Also um die Wahrheit zu sagen, ist es ganz schön langweilig und ich konnte es nicht ertragen. Ich habe schweres Ölfieber und das kann nur geheilt werden, indem ich Öl finde. Da haben wir Daisy. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe einen netten Lebensunterhalt mit Immobilien verdient, aber es ist Zeit für einen neuen Businessplan. Ich gehe in den Untergrund, ich trödle nicht gerne, also machen wir uns an die Arbeit. Ricardo, Buenos Dias, als Schiffskapitän segelte ich jahrelang um die Welt und ich kann noch nicht mal schwimmen. Mich soll nicht mehr die Sorge plagen zu ertrinken, außer es ist in Geld. So, da haben wir den Bürgermeister wieder. Ich werde dir ein eigenes Stück Land zuweisen. Das erste geht aufs Haus. Und später müssen wir auch Geld dafür bezahlen, 2000 pro Feld und wir können auch um die Wette bieten. So, lass uns jetzt bohren, bevor ich meine Meinung ändere. Viel Glück. Haben wir William, den Bankier. Guten Tag, um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt mich jetzt jederzeit besuchen, um einen Finanzbericht eures letzten Projekts anzusehen. Und da haben wir auch die 4 Personen mit quasi Startkapital von 20.000. Du kannst mich auch besuchen, wenn du dir etwas Geld leihen möchtest oder komm vorbei, um einen Finanzbericht über dein letztes Unterfangen einzusehen. Genau, also hier haben wir ein kleines Städtchen, das wird auch immer größer. Und ja, auf der rechten Seite können wir jetzt bohren gehen. Dazu klicken wir einfach auf den Karren da. Dann haben wir Jill, holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen 2000 Dollar mit, um die Inbetriebnahmekosten zu decken. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit und da beginnen wir mit dem ersten Level. Und als allererstes, was wir machen ist, wir packen hier so einen Wünschelroutengänger hin. Setzen wir einfach auf den Boden und der beginnt nach Öl zu suchen. Für gewöhnlich macht man auch ein paar mehr dahin, aber am Anfang lohnt es sich nicht wirklich. Wir haben 2 Fabriken. Left Inc. und Right Inc. Die konkurrieren quasi miteinander und wir verkaufen dann natürlich immer dort,
wo der Preis höher ist. Wir haben Öl gefunden, bohren wir einfach mal in den Boden. Das sieht ziemlich viel aus. Ich glaube, wir machen einfach mal eine zweite Ölbohrplattform, um das Öl schneller rauszubekommen. Das hat nicht ganz gereicht. So, oh, auf der linken Seite ist gestiegen. Dann verkaufen wir es natürlich auf die linke Seite. Und auf beiden Seiten sinken die Preise. Heißt, wir bauen ein bisschen Speicher. So, der Speicher wird ziemlich schnell voll, weil er auch ziemlich klein ist. Und ich glaube, ja, wir müssen jetzt verkaufen. Das ist der letzte Monat. Das erste Level geht nur 3 Monate lang. Und ich werde hier nochmal mehr Pferde hinpacken, damit wir schneller verkaufen können. Das war annähernd perfekt, könnte man sagen. Das war wunderbar. Wir haben zwar nur ein Ölfeld leer bekommen, aber wir haben echt großen Profit gemacht. Ich meine $1,911. Das ist eine unglaubliche Menge. Oben gibt es dann noch so ein paar andere Kategorien. Ja, sind eigentlich ganz nice, aber relativ unnötig. Da vergleichen wir unsere Profite und wir haben die Gegner einfach komplett fertig gemacht. Daisy hat am meisten, zweitmeisten. Wir haben einfach mehr als das Dreifache davon. Dann haben wir Fred. Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du eine Ölförderung effizienter zu machen? Schau in meine Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung zu verbessern. Das machen wir gleich, Fred, aber zuerst kaufen wir ein neues Land. Starten wir mal. Ihr seht, jetzt gibt es hier überall so Zahlen drauf. Das ist quasi die Menge an Öl, die es drauf gibt. Und die bieten hier schon Land. Ich werde mich jetzt am Anfang nicht da so reinhängen. Ich meine, wir haben alle relativ wenig Geld. Macht es eigentlich relativ wenig Sinn, direkt schon um Land zu kämpfen. Hier sind wir bei Fred und dort gibt es Upgrades. Vor allem hier Breite 2, also breitere hier Ölrohre und größere Silos. Die holen wir uns beide mal, weil wir das Geld dazu haben. Und dann beginnen wir mit dem nächsten Level. Danach machen wir vielleicht noch eins. Dann ist die erste Folge schon vorbei. Und jetzt können wir hier auch 2 von den Wünschelrouten-Gängern hinpacken. Und Pferde. So, links steigt der Preis, das heißt, ich sende die schon mal dorthin. Öl. Nicht ganz, aber fast. Dann packen wir hier auch noch eine Ölbohrplattform hin, wenn es reichen würde, aber ganz reichen wird es nicht. Ja, wir müssen dringend unsere Ölförderung steigern. Verbessern wir mal die Rohre, damit wir mehr Öl fördern können. Komm schon. Ich würde gerne dieses kleine Stück da verbessern. Auf Level 2 bringen. Und da haben wir ein sehr großes Ölvorkommen. Das ist sehr schön, das verbessern wir auch direkt. Dann bauen wir ein paar Silos, weil der Preis wird nicht ewig so wunderschön bleiben. Und dann holen wir uns noch ein Pferdchen. Schicken wir es auch los. So, 10 Pferde. Sollten für den Anfang reichen. Wirklich wunderschöne Preise hier gerade. Ich glaube, ja, unter 90 Cent verkaufe ich es nicht. Lagern wir ein bisschen. Ich werde mal 2 Wünschelroutengänger losschicken. Auch wenn wir wahrscheinlich noch lange dort Öl suchen werden oder fördern werden. Ich gehe jetzt hier erstmal links lang, weil dort haben wir schon eine Förderanlage. Hallo, danke. Dann verbessern wir auch direkt die Rohre. Rechts geht gerade so ein bisschen der Preis hoch.
aber nicht ganz. Habe ich vielleicht ein bisschen zu spät reagiert. Bauen wir eine neue Förderanlage hier. Gehen wir mal so ein bisschen im Zickzack. Haben es direkt gefunden. Unsere Silos laufen voll. Dann packen wir mal ein paar mehr hin. Dann steigt der Preis. Ich meine, wir haben Zeit, aber ich will mal ein bisschen schneller was verkaufen. So, wir haben Juni, den letzten Monat quasi. Wir haben wirklich einen super Preis hier erwischt. Ja, das war's. Da war natürlich noch mehr Öl. Aber wir müssen ja nicht noch mehr Geld verschwenden. 16.731. Das ist super. Und wir haben, wir haben Tonnen an Geld gemacht. Wir haben viermal so viel wie Ricardo. Wir sind einfach reich. Wir schwimmen wortwörtlich in Öl. So viel Öl, wie wir gefunden haben. Und ihr seht, wir haben bisher den höchsten Wert bekommen mit 48. Das heißt, wir werden uns natürlich alle darum jetzt tummeln. Ich würde sagen, ich gehe hier hin. Streiten natürlich jetzt alle. Aber gut. Ich musste nicht darum kämpfen. Und jetzt haben wir hier Edward, der sich eigentlich vorgestellt haben sollte. Keine Ahnung. Egal, ich lese es einfach mal vor. Edward, schön dich kennenzulernen. Ich bin Edward und bin sowas wie ein Handwerker. Die Dinge, mit denen ich experimentiere, können dir helfen, Öl zu finden. Sieh dir meine Erfindungen an. Sind auf jeden Fall nützlich und ich klopfe Hundes direkt. Dadurch können die Wünschelrückgänger tiefer nach Öl suchen. Und damit werden sie schneller. Ist auf jeden Fall nützlich, um vor allem am Anfang Zeit zu sparen. Und dann beginnen wir. Wahrscheinlich das letzte Level in dieser Folge. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mal ganz, ganz einfach ein Like da lassen und ein kleines Abo, falls ihr das nicht mehr verpassen wollt. Eigenwerbung. Finde ich ziemlich schwierig. Spulen wir einfach die Zeit vor, damit wir nicht so lange warten müssen. Die Preise gehen überall runter. Das ist schrecklich. Und ich bin an dem Ölfeld vorbeigegangen. Sehr schön. So, schauen wir mal. Preise sind schrecklich. Also das komplette Gegenteil vom letzten Mal. Aber wir müssen ein bisschen verkaufen. Sonst läuft hier unser Ölfeld über. Wollen wir uns noch ein zehntes Pferd, damit wir es voll machen. Jetzt ist wenigstens der Preis ein bisschen gestiegen. Wir sind auf über einem Dollar. Oh, und wir haben kein Öl mehr. Das ist natürlich sehr schön. Und das ist sehr, sehr niedrig. Verbessern wir mal alle Rohre. Und wir verpassen jetzt sehr viel schönes Geld. Ah, das war nicht so ein toller Lauf wie beim letzten Mal. Jetzt können wir aber links verkaufen. Dort ist der Preis nämlich deutlich höher. Und dann setze ich noch mehr zwei hier hin. Oh wow, das ist nicht wirklich voller Öl. Wie tief muss man hier eigentlich bohren? Ah, ich brauche Öl. Wir brauchen zu viel Zeit. Hier ist nirgendwo Öl. Wo soll das Öl sein? Da ist das Öl. Achso. Verkaufen wir es mal direkt rechts. Dann verbessern wir hier zumindest erstmal auf der linken Seite die Rohre. Und direkt danach auf der rechten Seite. Und holen wir uns noch ein Pferd mehr. Und das ist der letzte Monat, das war wirklich schrecklich. Ich meine,
ich muss jetzt einfach für den schlechten Preis hier verkaufen. Da war so ein großes Ölvorkommen. Nee, das war absolut grauenhaft. Das Öl war viel, viel zu tief weit unten. Und diesmal haben wir nur halb so viel wie Blanche. Also, das war schrecklich, ja. Wir haben Rainer und ich habe das weggeklickt, bevor ich es lesen könnte. Hallo, ich bin Rainer, der Trainer. Ich kümmere mich um die Pferde, damit sie gesund bleiben und arbeiten können. Sieh in den Stallungen vorbei und vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ja, wir haben also noch ein weiteres Gebäude hier. Und das letzte Gebäude wird hier ein Saloon. Und jetzt schauen wir einfach mal nach. Unser Feld war eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber nicht ganz so gut wie das, was Ricardo bekommen hat. Ich werde wahrscheinlich darum kämpfen müssen. Ja, wir müssen darum bieten. Aber gut, wir mussten nicht so viel Geld ausgeben. Wir haben kein Geld für Upgrades, leider. Und eigentlich war es das Letzte, was ich machen wollte. Stopp. Kann ich jetzt hier speichern und verlassen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich nächste Folge herausfinden. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Die Abstimmung kommt wahrscheinlich in so 2 Wochen dran. Bis zum nächsten Mal und tschüss.